Hallo und herzlich willkommen zurück zum CMS 2018. Hier ist heute euer Mechaniker Legolas. Yo! Es geht wieder los hier, ganz ordentlich. Wir haben hier noch ein paar Autos stehen. Ich gucke aber sofort mal ins Telefon, ob da nicht noch was Neues gekommen ist, zum Beispiel hier. Aber ihr wisst ja, ich gucke ja eigentlich immer erst nach den Erfahrungsbonussen hier. Zum Beispiel hier hätten wir einen Bolt-Reptilier, den nehme ich gleich mal noch an. In die Reparaturannahme hier. So, ansonsten, der Rest war ja eigentlich nichts Weltbewegendes. Naja, gut. Paar Autole, die eigentlich nur Standard sind und hier ein bisschen DLC, Mazda, Dodge Challenger. Aber ansonsten nichts Weltbewegendes. Ich lehne die alle mal weg hier. So. Die brauchen wir vorläufig mal nicht. Wir haben ja eigentlich noch genug Arbeit. Was war denn eigentlich hier bei dem los? Fahrzeuginfos? Fragezeichen. Okay, Fahrzeug geht nach der Zündung wieder aus. Ersetzte Teile der Motorsteuerung, die haben alles schon vorgegeben. Ich markiere das einfach mal. Ja, da muss ich auch wieder Mimimi machen. Wie gesagt, irgendwann bräuchte man mal so einen Zeilenmarkierer, dass man die ganzen Sterne markiert. Bei 4 geht es ja noch, aber wenn man hier eine ganze Liste hat, das ist dann doch ein bisschen arg. So, da müssen Ölwechsel machen, die Bremsen müssen wir reparieren. Das Getriebe, ja gut, da ist wahrscheinlich die Schwungscheibe auch kaputt. Und wegen der Zündung muss ich mal gucken. Haben wir da schon mal irgendwie einen Test an den Zündkerzen gemacht? Ich weiß es noch gar nicht. Also wir können noch mal eine Durchmessung machen hier. Ja, wobei, ja, damit kann ich ja gar keine Zündkerzen prüfen. Nee. Naja, mein Fehler. Egal. Ja, die Zündspule kann man halt messen, aber sonst die Zündkerzen könnte man mit einem Anschluss prüfen. Aber das hat ja keinen Anschluss, aber ich tippe ganz stark auf eine Zündkerze rauf. Oder aber, na ja, gut, wenn der Motor gleich wieder ausgeht. Was könnte es denn da noch sein? Na, die Benzinpumpe, die ist ja in Ordnung, die haben wir durchgemessen. Was könnte es denn noch sein? Verstopfter Treibstofffilter oder so könnte es auch sein, vielleicht. Wo ist denn der hier schon wieder beim Motor? Der hängt immer irgendwo versteckt hier. Ja, gut, nee, der ist auch gut. Ja, genau, machen wir die Kabel weg und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da Zündkerzen finden, die in Ordnung sind. Okay, 76, 67. Ah, das sieht eigentlich alles gut aus. Also die Zündkerzen sind okay. Die schraube ich gleich wieder rein. In einer anderen Reihenfolge, aber das ist ja eigentlich piepegal. Die sind gut und dann kann man es auch wieder reinmachen. So, dann gucken wir uns mal die andere Seite an. Hoppala. Minus. Also die Kamera, wie gesagt, die ist gewöhnungsbedürftig halt wie immer. Zündkerze. 27%. Ich glaube, das ist sie. Ja. Die Zündkerze hat einen Schlag ab. Das ist halt auch hier eingeblendet. Und jetzt können wir mal T drücken. Wir kaufen uns gleich mal eine neue Zündkerze. Ersatzteile, das müssen wir erst aufmachen hier. Wenn man neu ins Spiel lädt, dann ist das nämlich nicht mehr drin. Zündkabel, ja, nee, ich würde eine Zündkerze haben. So. Eine Zündkabelabdeckung, das gibt's auch, okay. Ja, warum nicht? So, da schrauben wir die wieder rein, machen die Drähte wieder drauf hier. So. Ja, das ist halt hier das Schöne, dass man hier wenigstens noch die Zündkabel sieht, ne? Wobei man jetzt hier anhand der Zündspule ja auch nichts sieht, wo die hingehören. Jetzt hockt sich da eine blöde Fliege auf meine Nase. Ich hasse das. Ja, ich habe jetzt hier seit gestern so eine dumme Stubenfliege hier im Zimmer. Und die nervt. Geh mal weg hier, du blödes Biest, du. So. Kleines Handicap hier. So, ja, beim Wasserpumpending müssen wir anfangen. Das heißt, der Lüfter muss hier ab. Um an das ganze Ding hier zu kommen. Der Keilriemen, wie war das? Der ist, ja gut, den können wir, den haben wir jetzt gar nicht hier. Der müsste in Ordnung sein. Den nehme ich aber mit. Dann die Wasserpumpenriemenscheibe auf die List. Wasserpumpe auf die List. Wobei es könnte sogar sein, dass wir vielleicht mal Glück haben und eine da haben.
Ja, das ist ein bisschen blöd, dass jetzt hier die Kamera durch den Kühler ja scrollt. Na, ich hab's gleich. Also, diese kleine Fliege macht so lang rum, bis ich mal böse werde und die große Fliegenklatsche raushole. So, das ist aber eine eigenartige Riemenscheibe. Naja, gut. Auch gut, wenn die nicht immer gleich aussehen, ne? Das habe ich nicht am liebsten. Weil eigentlich, wenn man mal, es gibt so viele verschiedene Autos, also Typen und so. Da kann ja nicht alles gleich sein. So, das schreibt man auf. Dann das Nockenwellenrad schreibt man auf. So, der Steuerkette weg. Und das Nockenwellenrad. Das war, glaube ich, eh schon alles hier, was wir machen müssen. Plus, also wir haben wahrscheinlich keins da. Nee, das wäre zu schön gewesen. Das können wir auch nicht reparieren, da brauche ich gar nicht gucken. So, Nockenwellenrad. Naja, was wird eigentlich, wenn ich mal einschreibe, einfach mal Wellenrad. Wellenrö. Oh ja, gut, da kommt halt eine Kurbel raus, aber was soll's, so viel sind es ja nicht. Nockenwellenrad 8V UHV. Nocken 8V UHV. Wo haben wir es denn? Hier unten. Zack. Eine steuernde Kette. Steuer-K. Steuerkette, das ist auch eine UHV von V8 her. La 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 la. Nicht F, sondern nur die UHV, ne? Ja. Ja, neulich hier mal wieder in den Kommentaren haben wir uns nochmal über die Anlasser unterhalten. Also, ja. Weil im V12 auch ein Anlasser verwendet wird, der im V8 auch verwendet wird, ne? Ja. Gut, ich habe wie gesagt nicht so sehr Ahnung von der Materie. Ich gebe das mal kurz hier ein. Deswegen kann ich da auch nicht groß sagen, ja, warum man denn da einen V8 Anlasser benutzt. Mein gut, wenn der halt ausreicht, um den Motor anzudrehen, dann ist es ja voll legitim. Okay, wir haben keine Wasserpumpe da. Quatsch, wir können die Wasserpumpe nicht reparieren, das habe ich gemeint. Ich meine, es ist ja voll legitim, dann so habe ich angefangen, dass man den eben eine V8 Pumpe nimmt. Pumpe, jetzt rede ich schon von der Pumpe, Menschenskinder. Also Anlass haben wir gesagt, so. Und ja. Aber wenn jemand da so ein bisschen mehr Ahnung hat, kann uns ja noch aufklären, so ein bisschen, ne? Meine, ich habe ja dann eigentlich auch behauptet, naja, wenn der Motor ja mehr Zylinder hat zum Beispiel, dann ist es ja einfacher, den Motor anzudrehen oder so, weil, naja. Oder ist es vielleicht gerade andersrum? Dann haben wir uns noch über Hubraum sozusagen unterhalten. Also, ja, Mr. Verlegos ist. Ich erwähne es jetzt einfach mal. Ich danke dir ja immer, dass du mir so ein bisschen da Sachen erklärst, weil du das ja hobbymäßig machst. Also wirklich Dankeschön. Ich, wie gesagt, bin nur einfach ein, ja, Hobbymechaniker hier sozusagen in dem Spiel, der keine Ahnung hat, was er tut, ne? So, Wasserpumpenriemenscheibe, das ist die Standardscheibe hier. Also ich kann halt vom mechanischen Teil so gewisse Zusammenhänge erklären, aber autospezifisch jetzt eben nicht so, ne? Okay. Ja, dann kam man nämlich sogar dazu, der Dieselmotor eines Schiffes wird auch teilweise mit V8 Motor angetrieben. Quatsch, mit V8 Motor. Mit dem Anlasser sozusagen. Ich meine, das weiß ich jetzt nicht speziell. Ich meine, ich habe mal kurz so ein bisschen gegoogelt, aber ja. Ich weiß nur, was ich auch gelesen habe. Es wurden sogar Motoren benutzt, also Boxermotoren, um jetzt das Strahltriebwerk anzuwerfen zum Beispiel, um ja, das ist ganz besonders das erste deutsche Strahltriebwerk so irgendwie. Da wurde ein Boxermotor verwendet, der eben das die Turbine andreht. Ja, und im Prinzip ist jetzt zum Beispiel, wenn wir da beim Thema bleiben wollen, der Anlasser ja nichts anderes wie ein kleiner Elektromotor,
der sozusagen hier in die Verzahnung eingreift des Motors und dann eben die ganze Sache andreht, damit eben der Motor auf Touren kommt, dass der nicht aus dem Stand, weil aus dem Stand kann der ja nicht einfach loslegen. Das ist ein wenig schwierig für den. Der muss sich schon mal ein bisschen drehen, damit dann die ganze Sache ins Rollen kommen kann. Ja, wenn ihr schon mal probiert habt, eben irgendwas anzuschieben, dann müsst ihr wesentlich mehr Kraft aufwenden, wie wenn das eben schon rollt, ne? Und so halt auch beim Motorstart. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Irgendwas auf die Liste setzen, glaube ich noch. Das können wir da löschen hier. Den Ölfilter, genau. Ja, wenn ich mich zu viel unterhalte nebenher, dann wird es meistens nichts hier. So. Lalala. Erste Hebebühne. Ups. Da ich tue nebenher, ich muss noch nebenher Mass Effect rendern. Deswegen. Ja, habe ich manchmal so ein bisschen Probleme hier mit dem Aufnahme-FPS hier. Aber es muss sein, weil die muss ich dann gleich raushauen noch hier, damit die wieder morgen scharf ist, die Folge. Sag mal, ich will das. Warum funktioniert denn das jetzt nicht? Bin ich zu blöd? Hä? Ihr seht es gerade selber. Ich krieg das gerade nicht gebacken. So, jetzt vielleicht. Ja, irgendwie war da gerade ein Fehler drin. Ja, das Öl ist schon mittel gebraucht hier. Ja, da hatte ich es auch. Da ja schon oft, dass ich sage, wenn das Öl so niegelnagelneu ist, dass mir das dann schon fast wehtut, da das Öl frisch. Also das Frische rauszutun und dann muss ich wieder ein neues reinfüllen. Gut, viele Werkstätten sind natürlich Verbrecher, sage ich mal so. Die ja, tauschen ja irgendwelche Teile aus und füllen irgendwas nach, obwohl es gar nicht notwendig ist, ne? Die gehen vielleicht auf Nummer sicher dann oder sowas hier. Aber ja, manches muss nicht immer hier akribisch gleich ausgewechselt werden. Ich wollte eigentlich noch mal wissen, was da mit dem Öl passiert. Also, es heißt immer auf Rechnung dann von wegen hier Entsorgungsgebühr noch für Öl, ne? Ja, gut, das Öl wird gesammelt und wird dann irgendwo hingebracht. Ja, Deponie oder was weiß ich nicht hier. Ja, mich würde es halt mal jetzt im Detail interessieren, was da passiert. Wird das Öl irgendwie wieder aufbereitet, gewaschen oder was, also gereinigt? Oder wird es eben nicht so, weil es halt immer heißt. Ja, dieses Recycling und so weiter, die Wiederaufbereitung ist teuer, dass man sagt, ja, das wird einfach irgendwie verbrannt oder was weiß ich nicht, irgendwo so eine Art Ölgenerator angetrieben hier, so ein Kraftwerksgenerator. Oder wird es einfach irgendwo verklappt hier, was anderes draus gebaut oder so. Ja, was macht man mit Altöl? Das ist doch eigentlich für nichts mehr gut, würde ich mal so sagen. So, da sehen wir auch schon, dass das Getriebe malade ist, ja. Aber so ein Getriebe haben wir auch nicht auf Lager, da brauche ich gar nicht groß gucken. So, das war der Ölfilter, den können wir wieder löschen. Das Getriebe auf die Liste schreiben. Und ansonsten brauchen wir eh den ganzen Getriebesatz hier. Ja, also, ich bin immer dankbar über so nette Kommentare. Wenn da jemand ein bisschen mehr weiß, wenn er vielleicht selber Automechaniker ist oder so. Kann er ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sozusagen. Also, muss jetzt nicht irgendwelche Geheimnisse verraten, aber ja, nee, ich weiß, wie es ist, aber. So, Getriebe. Aber es ist halt immer so ein bisschen interessant für Leute, die jetzt da nicht so wirklich Ahnung haben, ne? Da vielleicht dann mal so ein bisschen Details zu erfahren. Also, es muss natürlich auch hoch detailliert sein, weil, da dann wahrscheinlich wieder einiges ist, wo man dann wieder selber nicht versteht. Aber so ein bisschen die Basics hier so erklärt, ne? Halt, keine zwei. Ja, so schnell passiert's im Labern dann irgendwas falsch gemacht, ne? So, die Kupplungsscheibe dürfte nicht mehr reparierbar sein. Ja, ich habe mir zum Beispiel auch mal hier die Kupplung angeguckt, wie die funktioniert, ne? Also dieser Ring, das sind ja solche Federn sozusagen hier. Gut, jetzt habe ich die Scheibe schon eingebaut. Aber das, was hier innen drin ist, das ist ein wesentlicher Bestandteil des, ja, das drückt praktisch, wenn ich das Kupplungspedal loslasse, auf die innere Scheibe. Und diese innere Scheibe hat einen Belag. Und der drückt sich dann auf die Schwungscheibe nieder. Und dadurch
passiert praktisch auch erstmal der Antrieb sozusagen. Also das ist jetzt nur mal so eine laienhafte Schnellerklärung hier. Man kann das noch viel besser erklären, aber ja. Vielleicht irgendwann mal nochmal anders, wenn wir nochmal ein Getriebe haben, da erkläre ich das nochmal ein bisschen besser. Man muss ja auch unterscheiden zwischen dem Schaltgetriebe und dem Automatikgetriebe. Ich habe speziell halt ein Schaltgetriebe angeguckt. Weil bei Schaltungsgetrieben oder nee, bei Automatikgetrieben gibt es ja auch dann diese Wandlergetriebe, die funktionieren halt über, ja, wie es halt schon sagt, über einen Wandler. So, Moment, ich mache hier gerade wieder Quatsch. So, das haben wir jetzt, das haben wir, das haben wir gleich. Die Bremsen müssen wir noch machen. Das Getriebe haben wir fertig. So, dann machen wir die Bremsen. Ja, heute mal so ein bisschen Werkstatt Talk. Also heute machen wir nicht hier Meter ordentlich hier. Heute machen wir einfach mal hier den Werkstatt Talk. Was ist denn los? Warum? Ja, jetzt geht's. So, schön hier abschrauben. Ja, und ich habe ja eben schon immer gefragt, warum jetzt hier im Spiel zum Beispiel keine Stehbolzen hier an den Rädern sind, ne? Das ist für mich eigentlich ungewöhnlich. Weil bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt mal gucke, bei meinem Auto, ich habe einen Nissan, da sind Stehbolzen zum Beispiel, womit die Räder praktisch aufgesteckt werden dann hier. So, die Beläge sind okay. Die Scheibe dran ist nicht mehr okay. Dann gucken wir mal darüber. Hier sind es dann generell ja eigentlich Schrauben, ne? Ja, im Prinzip ist es besser, sage ich mal so, Schrauben. Meint sicher, du kannst auch mal eine Schraube abdrehen, sozusagen abbrechen. Aber das kannst du leichter wieder sozusagen die Bohrung ausbohren. Wie jetzt eben so ein Stehbolzen. Wenn der mal ab ist, da musst du den neuen irgendwie einschweißen, sozusagen. Oder brauchst dann ein ganz neues Ding hier eben. Also diesen Flansch da. Das ist mal einem Onkel von mir passiert, so eben angedreht, so wie es früher war. Da hast du mal noch halt keinen Drehmomentschlüssel verwendet. Ja, und irgendwann habe ich gesagt, nee, jetzt hier, jetzt hört's auf. Wenn ich meine Räder schon selber montiere, also drauf mache aufs Auto, dann möchte ich auch einen Drehmomentschlüssel verwenden. Eieiei. Langsam. Also das kann ich reparieren. Um das zu vermeiden, dass ich da irgendwas kaputt mache. Also was abdrehe, eine Schraube oder so. Oder irgendeine Bolzen ab da mache hier. Weil bei uns in der Mechanik hat man halt immer gesagt, ne? Nach fest kommt ab oder ziemlich lose, ne? So, die Bremsbacken, die sind auch unten unter 10%. Da brauchen wir nichts reparieren. Die Bremszylinder können wir noch reparieren. So. Ja, echt, heute ist wirklich so eine Laberfolge. Heute, da ist mal wirklich ein Bedürfnis zu reden, ne? So. Das war's. Das braucht man nicht. Die Bremsbacken auch nicht. So, dann heißt eigentlich, wir können hinten schon fast fertig bauen wieder. Halt. Wohin rennst du denn schon wieder hier? So. Einmal der Zylinder rein. Die Bremsbacken. Die einen können wir fertig machen, da die Bremstrommel die noch drauf. Also ein Rad können wir komplett wieder fertig haben hier. So. Okay, das war das. Drüben brauchen wir eine neue Bremstrommel, deswegen gehe ich jetzt gleich mal in Einkaufmodus. So, Bremsen. Da ist ja übersichtlich Bremstrommel. Und dann sind es vorne folgerichtig eigentlich immer zwei innen belüftete Scheiben hier. Die haben hier halt so einen Abstand zwischen den zwei Scheiben hier. Damit Luft praktisch reinkommt, das sollte Kühlung unterstützen. Und die Bremssattel, die waren auch kaputt. Dann machen wir hier auch gleich mal zwei. Die sind irreparabel. Da brauchen wir einen Belag. So, das müsste eigentlich gewesen sein. Oder war das noch die Zange? Naja, gucken gleich mal. Plus. Das werde ich gleich sehen. Ah ja, genau, die Zange brauche ich noch. Oder Bremsbacken in dem Fall. Ich nenne es einfach mal Zange. Hier ist es ja das Prinzip dieser Bremse so, dass dieser Kolben hier, also die Bremstrommel, Quatsch,
doch schon dieser Bremskolben die zwei Hälften hier auseinander drückt und das dann hier ins Innere dieser Trommel drückt sozusagen und dadurch tritt die Bremswirkung ein. Ja. So, so Trommelbremsen sind früher auch oft nachgedreht worden innen, wenn sie gar verkratzt waren innen. Dass man da nochmal einfach hergegangen ist, hat dann nochmal so einen leichten Span auf einer Drehbank abgenommen. Ja, und dann ging das Ding einfach wieder, ne? So, da. Ich meine, heutzutage wird ja eigentlich bloß nur noch ausgewechselt. Da wird ja nicht mal im eigentlichen Sinne so richtig repariert, sei mal austauschen und fertig. Weil es halt dann immer heißt, naja, die Reparatur ist viel zu teuer. Als das, was hier eben jetzt wieder so richtig alt hergenommen hier repariert. So, komm her. Halt, hier sind wir. Ja, die Kamera ist wieder ein bisschen zu nah. Scroll ich mal weiter weg. Ja, für Brillenträger ist es doch gut, wenn ich ein bisschen näher hingehe, oder? Ja, weil ich habe als echt Probleme. Ich bin ja Brillenträger. Dass man da manche Sachen hier schwer lesen kann, ne? Ja, besonders wenn man halt dann eine Lesebrille noch dazu braucht und man nicht, ja, also wenn man halt eine Sehschwäche hat und noch dazu einen Sehteil braucht, also einen Leseteil. Und so Gleitbrillen sind nicht für jeden geeignet. Also mein Vater hat so eine Gleitbrille, der kommt natürlich damit zurecht. Der ärgert sich immer so ein bisschen. Dass dieser Gleitteil halt so schlecht ausgeführt ist, teilweise. So, wir gucken hier rein. Ja, bis jetzt da brauche ich eigentlich noch keine Lesebrille im Speziellen hier. Ich habe eine ganz normale Brille, die eben die Fehlsichtigkeit ausgleicht. Bin kurzsichtig. Ja, und ja, aber trotzdem, die Kurzsichtbrille, also die Gläser machen halt viele Sachen kleiner. Und ja, es kann sein, dass halt im Alter das sich bessert wieder oder auch verschlechtert, ne? Dass man dann doch ein Leseteil braucht. So, das war's. Wir haben heute wieder eine Kiste gekriegt. Kann ich noch was reparieren? Nein. Inventar. Ja, ich erzähle hier gerade wirklich über sehr viele Themen und vielleicht erzähle ich auch ein bisschen einen Schmann hier. Dann sei es mir bitte verziehen, aber tja. Ups, das wollte ich eigentlich gerade, aber naja, gut. Verkaufe mal die höherwertigen Teile hier, was da ein bisschen. Und jetzt stellen wir. Moment mal. Ah, da war's. Genau, das habe ich nicht gesucht. 25% ist okay. Ah, aber da schlägt wieder eine Zündkerze hier raus. Ja. Für einen Dollar. So, da haben wir die Kiste. Aber jetzt kriegen wir eine Karte bestimmt. Ja, das ist halt immer so ein bisschen spannend, wenn man so ein bisschen über erzählt wird, oder? Finde ich schon. Ein Luftfilter. Ansaugrümmer, Kompressor und eine Antriebswelle. Alles klar. Gut, den Luftfilter, den können wir verwenden, auf jeden Fall. So, das war's. Und ich würde sagen, heute machen wir das Schluss für jetzt. Weil, ja, es sind schon 23 Minuten um. Heute haben wir ziemlich viel gequasselt. Und ja. So, jetzt gucke ich hier nochmal geschwind durch. Ah. Warte mal, da müssen wir erst. Dann will ich noch annehmen mit euch. Deswegen stelle ich jetzt hier. Ja, ich mache es mal die Motorhaube auf. Ich wollte eigentlich dieses Auto. Ah, Mann. Immer diese Fehlnavigation hier. Ich stelle das Auto jetzt mal auf die dritte Bühne, damit hier Platz ist. Hole nochmal das Telefon raus. Ja, das habe ich in der Tasche stecken hier. Das ist ein Funktelefon. Ja, wir sind ausgerüstet. So, annehmen. So. Oh, wow. Das ist aber rostig hier, die Motorhaube. Yes, das nah. Ja, gut, Leute. Wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt für heute. Ich danke euch wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Quasselfolge hier gefallen. Ja, dann will ich euch das nächste Mal wieder begrüßen hier beim CMS. Ne? Tschüss, sagt euer Mechaniker Legolas. Tschüss.